Die Leute, die auf der Straße leben und kein Geld haben, wir geben dir die letzte Mark. Das sind immer in der Gesellschaft schlechtere Menschen als jemand, der eine Wohnung hat. Ich hatte keinen Bock auf diesen ganzen stinknormalen Lebensstil. Arbeitslos, asozial, such dir Arbeit. Da hast du den auch gesagt, sag ich, geh arbeiten. Schon als ich ein Kind war, sind mir Menschen, die auf der Straße leben, aufgefallen. Sie sind mir zwar physisch nah, trotzdem leben sie in einer ganz anderen Welt als ich. Nie war das eine Option für mich, auf der Straße zu leben. Ich frage mich, was bringt Menschen in so einer Situation? Ich dachte, in Deutschland muss niemand auf der Straße leben? Oder wollen sie das? Was ist passiert? Ich hatte Mitleid, für mich war es offensichtlich, dass ich mein Leben besser unter Kontrolle hatte. Ist man auf der Straße lebend gescheitert? Ich sah die Obdachlosigkeit im Vordergrund, weniger den Menschen. Und darum soll es jetzt gehen, dass ich zuhöre, dass ich Menschen kennenlerne. Wer sind diese Personen? Es geht um Obdachlosigkeit in Erfurt, hier lebe und studiere ich. Und dazu möchte ich euch gerne mitnehmen. Durch Zufall ist der Nachbar unseres Kameramanns Streetworker. Mit ihm, Jens, treffe ich mich jetzt. Grüß dich, alles gut? Ja, Jens, erstmal schön, dass du uns da unterstützt bei dem Beitrag. Was ist dein Job? Tja, grob gesagt Streetworker. Weiß nicht, ob alle Menschen was damit anfangen können. Also ich bin hier auf der Straße in der Innenstadt unterwegs und kümmere mich um alle, die die Mehrzahl ihrer Freizeit auf der Straße verbringen. Wie lange machst du das schon? Jetzt 20 Jahre. Okay. Die Leute, die auf der Straße leben, was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet es, obdachlos zu sein? Naja, das Wort wird nicht mehr benutzt, kaum. Man sagt jetzt wohnungslos. Und das bedeutet einfach, dass du nicht weißt, wo du nachts hingehen sollst. So würde ich es mal ausdrücken. Es gibt auch den Begriff Bedürftige. Wie findest du den? Kann ich nicht viel mit anfangen, weil alle Menschen haben Bedürfnisse und ich würde das dann nicht nochmal extra nehmen. Also Bedürfnisse kann jeder haben. Ich bin bedürftig, du bist bedürftig, die Jungs auf der Straße sind bedürftig. In der Beziehung sind wir uns gleich, nur dass die Bedürfnisse andere sind. In der EU gibt es 70% mehr Obdachlose als vor 10 Jahren. Wie viel gibt es in Erfurt und wie ist da so der Trend? Kann ich leider nicht genau sagen, weil da würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich kenne die Zahlen. Es sind auf jeden Fall mehr. Gefühlt sind es für uns ungefähr ein Drittel mehr als vor 2 Jahren, würde ich sagen. Allein die Kontakte, die wir haben, liegen bei 100 Leuten, die wir kennen. Also aber nicht unbedingt mit denen wir Kontakt haben. Okay. Ja, was habt ihr mit dem Beitrag eigentlich vor? Das klingt für mich so ein bisschen reiserisch oder was wollt ihr? Nee, also wir wollen auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall nicht wollen, ist, dass wir so eine generelle Aussage über Obdachlosigkeit treffen. Sondern wir wollen einfach anhand von einzelnen Interviews individuelle Geschichten einfach erzählen. Ja, das ist eine coole Sache, auf jeden Fall, weil ich denke, Schicksale muss man auch kennen, um einschätzen zu können, was das eigentlich bedeutet, wohnungslos. In den nächsten 6 Wochen werden wir Jens immer mal wieder bei seiner Arbeit begleiten. Er führt uns in die Szene ein und wir bekommen die Möglichkeit, einigen Wohnungslosen zuzuhören. Ich bin Fritz, bin 65 Jahre alt und lebe seit 20 Jahren auf der Straße. Fritz erzählt mir, dass er 2-mal verheiratet war und 5 Kinder hat. Er entschied sich zur Obdachlosigkeit durch einen Schicksalsschlag. Mit 34 ist meine Frau gestorben. Und 34, innerhalb von 3 Tagen, komplett war sie weg. So, und dann hockst du da mit 4 Kindern. Erklärst den 5 Jahre, 4 Jahre ein. Ja. Erklärt den das und die kommt heute Abend nicht mehr heim. Und dann, was ist dann passiert? Also, du hast dich um die gekümmert? Ja. Ja. So, dann sind die aber, dann haben die Alter gehabt und haben sich verpfiffen. Und wo die dann endlich Ausweis waren, habe ich Ausweis, alles weggeschmissen. Ein Penner kommt in die Wohnung. Ich sage, los, 3 Monate ist noch bezahlt. Ich sage, ich mache mich auf den Acker. Und dann bin ich auf die Straße gezogen. Und wieso hast du das dann gemacht? Weil ich konnte diese Wohnung nicht mehr sehen. Ich konnte den Schrank nicht mehr sehen. Da hing noch ein Kleid von meiner Frau. Es ging nicht mehr. Und war das für dich dann so eine richtige Befreiung, weil du endlich ja frei sein konntest? Ich habe nachts nicht mehr geweint. Ich habe nichts mehr geweint. Was machst du jetzt morgen? Ja. Ich hätte aber nur Zettelhof oder zu meiner Mutter oder zu meinen Geschwistern ziehen können. Da habe ich nie in Anspruch genommen. Also es war deine bewusste Entscheidung? Bewusste Entscheidung. Mhm. Dann habe ich aber sehr viel getrunken. Das war ja schon nicht mehr exzessiv saufen, was das dann schon. Also 3-4 Flaschen Weinbrunnen habe ich mir dann eingeholfen, eingeschissen, eingefesselt.
Das reicht. 2010, so erzählt mir Fritz, lernte er eine Frau kennen, mit der er 5,5 Jahre zusammenwohnte. Durch eine Erkrankung der Frau musste er wieder auf die Straße. Aktuell wohnt er bei einem Freund. Ich möchte von ihm wissen, was ihn hier zu den Leuten hinzieht. Nicht alleine zu sein. Ich würde, wenn ich jetzt eine Wohnung hätte, gell? Irgendein Zimmer oder irgendwas. Da hocke ich doch an, da hocke ich da plötzlich Fernsehen oder... Nee, und die Leute, die auf der Straße leben und kein Geld haben, mit dem dir die letzte Mark, packst du ein. Hast du mal ein Bier für mich, kriegst du nicht. Gehst du aber ein, der auf der Straße lebt, kriegst du mal ein Bier, oder hast du mal 2 Mark für mich, so eine Sekrette, die gibst du. Selbst wenn das letzte Geld ist, deinen Bier, ich mach's heute noch genauso. Ich bin JJ, ich bin 16 Jahre alt, momentan mache ich nichts, ich habe Schulabschluss schon. Und ich habe vor, bei den Ausbildungen zu beginnen. Bei Ewigkeit wird das ja auch, Ewigkeiten wird das hier auf dem Anger auch nichts mehr werden. Und wann fing das an? So Ende 14 ungefähr. Mhm. Seit einem guten Jahr bin ich dabei. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich sag mal so, das ist jetzt nicht so der normale Weg vom 16-Jährigen. Nein. Also der sogenannte normale Weg. Der normale Weg ist vielleicht eher, dass man noch zu Hause bei den Eltern so auch allumfänglich 24/7 sozusagen ist. Ja, ja, ja. Wieso ist das bei dir nicht? Also ich habe dann immer mehr Gefallen hier gefunden. Vorher hatte ich nicht so viele Freunde, weil ich habe halt eine besondere Art an mir. Dass ich halt sehr ehrlich bin, damit können halt viele Leute einfach nicht umgehen, was recht traurig ist. Und hier kann ich ehrlich sein, hier sind die Leute meist ehrlich. Und deswegen wird man hier besser angenommen als woanders. JJ spricht von Zwängen, die ihn früher immer wieder auf den Anger kommen ließen. Auf der Suche nach Gemeinschaft. Außerhalb der Anger-Clique macht er aber auch andere Erfahrungen. Dass man immer mehr mit falschen Leuten in Kontakt kommt, gerade was das Thema Drogen angeht. Drogen selbst habe ich noch nie konsumiert. Davon distanziere ich mich komplett. Was sagen deine Eltern dazu? Naja, die machen sich schon große Gedanken, gerade was das Thema Drogen angeht. Und halt Alkohol. Mhm. Aber ist es, und kommen die auch mal hier vorbei, oder? Nee, die kommen ja nicht vorbei. Okay. Aber die wissen ja, mit welchen Leuten ich zu tun habe. Ja. Du hast ja gesagt, dass du eine Ausbildung anfangen willst. Wieso willst du das überhaupt machen, wenn... Ja, weil mit Schnorren kann ich mir keine Bude finanzieren. Ich möchte auch wirklich was für mein Geld machen und nicht nur da sitzen, die Leute dumm anquatschen und halt, wenn ich Glück habe, Geld von denen bekommen. Wie hat dir jetzt hier das auf der Straße zu sein, was hat sich für dich im Kopf verändert dadurch? Also ich bin noch toleranter geworden, als ich bin. Ich konnte die Leute viel, viel besser verstehen, weil kaum einer, jeder wisst, das ist ein Obdachloser, der macht nichts, der kann nichts, aber viele Leute haben sich noch nie mit einem richtig unterhalten. Auch beim Schnurren, die stellen mir ein paar Fragen, ja, ist ja schlimm und tschüss, da weg bin ich. Ich treffe JJ in den folgenden Wochen noch öfter. Ich habe ihn durch seine offene und ehrliche Art sehr ins Herz geschlossen. Was ich interessant finde ist, dass er sich auf der einen Seite wohl, geborgen und aufgenommen in der Gemeinschaft fühlt, diese aber gleichzeitig für ihn als nicht zukunftsfähig empfindet. Lamini. Ja. Ich bin jetzt 26, hat am 11. April Geburtstag gehabt. Und auf der Straße lebe ich. Ja, Mittelpunkten machen wir mal 17. Und wie kam das dazu? Ich hatte zwar gearbeitet, Ausbildung angefangen, abgebrochen. Dann habe ich schwarz gearbeitet, alles. Ich hatte keinen Bock auf diesen ganzen sticknormalen Lebensstil. Arbeiten gehen, im Endeffekt hast du sowieso noch weniger Kohle als irgendein Harzer. Ja, da habe ich gedacht, ja, lebe ich mein Leben so, wie es ist. Ich habe eh nur eins und dann kann ich rumreisen, habe einen ganzen Tag für mich Zeit. Mini erzählt mir, dass er eine Lehre als Bäcker gemacht hat, aber ein Problem mit seinem Chef hatte. Außerdem hat er einen Staplerschein durch seine Tätigkeit als Lagerist. Außerdem, ich habe nichts gegen Arbeit. Ich hasse nur das Wort muss. Das will ich mal dazu sagen. Ich habe in Berlin zum Beispiel schwarz gearbeitet als Gartenlandschaftstechniker. So mit Unkraut rausziehen und Bäume fällen und so ein Scheiß. Was halt gemacht werden muss. Das hat mir richtig gut, richtig gefallen. Und durch die Schwarzarbeit, der Chef war nett. Der konnte ja nicht sagen, du musst jetzt kommen, sondern der hat angerufen, hat gefragt, so hättest du Zeit, wir bräuchten dich. Und allein nur, weil der gefragt hat, hättest du Zeit, bin ich viel lieber und freiwilliger zu der Arbeit gegangen, als wenn jemand sagt, du musst jetzt kommen. Es ist ja einfacher, wenn du einen Job hast, dass du dann an Essen kommst. Wie? Das kriegst du auch so.
Wie besorgst du dir dann Essen? Auch die Leute geben mir auch so Essen. Das schenken sie mir halt. Manchmal fragen sogar das ganz lieb, wenn sie sogar noch fragen, was möchtest du haben? Also ich habe ja eine Wohnung, ne? Ja. Beneidest du mich darum? Nö. Wieso nicht? Das wäre für mich sind das, also ich bin froh, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, aber für mich ist das, eine eigene Wohnung zu haben, erst ist es Aufwand. Dann muss ich da Miete bezahlen, dann muss ich das und dann muss ich das und das. Nee, zudem kommen mir auf Dauer dann auch die Wände zu nah. Und das engt mich dann wieder ein, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich brauche keine Wohnung. Zudem bin ich sowieso am Rumreißen, wenn mir lustig danach ist. Also warum soll ich eine Wohnung haben? Ungefähr 2 Wochen vor dem Gespräch hatte Mini einen epileptischen Anfall, wodurch er sich verletzte. Zudem leidet er unter Essstörungen. Die Ursache ist ihm klar. Ganz simpel, durch den Alkoholkonsum. Das heißt, ich habe es damals übertrieben. Was heißt damals? Vor 3-4 Jahren. Ja, da habe ich aufgehört. Und davor, vor der Zeit, habe ich pro Tag 2 Kisten Bier gesoffen, plus Schnaps, Likör, Wein, Sekt. Ich habe es übertrieben. Also kannst du dir eine Zukunft ohne Alkohol vorstellen? Nein, das geht leider nicht. Aber das hat gewisse Gründe. Also von daher. Darf ich die erfahren? Damit du Langeweile hast. Ich habe angefangen damit, meine Uroma. Die hat mir als kleines Kind schon immer gerne Wein gegeben und hat das immer als, was ich gesagt, Frausatz immer verkauft. Ich hab's gesoffen, ich fand's immer voll ekelhaft. Aber die hat Spaß angefunden, mich als kleines Kind immer besoffen rumtauchen zu sehen. An dieser Stelle möchten wir zum Schutz und Respekt vor der Privatsphäre von Mini das Gesagte nicht veröffentlichen. Nur so viel, seine Kindheit kann man sich nicht aussuchen. Eine Sucht sollte man nicht vorverurteilen, weil man die Hintergründe und Schicksale oft nicht kennt. Ja, und irgendwann hatte ich dann halt mit Erinnerung an den Wein angefangen, das alles wegzusaufen. Der Plan war an sich schon mal am Anfang gut, aber da war ich noch jung. Als ich älter wurde, ist mir aufgefallen, der Alkohol löst an sich keine Probleme. Er verdrängt sie nur auf einem späteren Zeitpunkt. Und während dieser Verdrängungszeit sammelst du natürlich neue Probleme. Die verdrängst du automatisch mit. Wenn sei einmal nüchtern, dann kommt die ganze Scheiße mit einem Schlag auf dich zu. Und da sind wir wieder zurück zum Anfang bei den Freunden. Mit denen kann ich reden über meine Probleme und alles. Und da brauche ich keinen scheiß Therapeut. Dieses Reden mit Freunden hilft mir viel mehr als irgendein fremder Flachwichser, der da eine Ausbildung gemacht hat, der wahrscheinlich selber keinen Plan hat vom Leben, den ich irgendeinen Scheiße erzählen soll. Nee. Mit meinen Freunden hilft mir das mir persönlich viel besser, viel mehr. Warum bist du in Erfurt jetzt geblieben? Also Erfurt ist für mich wie so meine Heimat. Also ich reise zwar hin und wieder irgendwo anders hin, aber ich komme immer wieder nach Erfurt zurück. Das ist für mich meine Heimat. Und ich liebe, auch wenn es komplett beschissen ist, aber ich liebe diesen Kackanger hier. Das ist mein Zuhause. Wenn die ganzen Klappspaten und Vollpfosten hier rumrennen, das ist meins. Ich bin Dennis, Jens Andreas Vogt, 36 und bin jetzt seit 2 Jahren auf der Straße. Wo schläfst du da und wie schläfst du da? Im Zelt. Im Zelt? Ja. Oder mit meinem Lohn gehe ich dann ab und zu meine Pension. Duschen, waschen. Ja. Und du hast gesagt, du arbeitest auch. Ja. Als was arbeitest du? Und wie lange arbeitest du schon? Seit 2 Monaten als Ladenbau. Wie heißt es? Ladenbau. Und kriegst du dann den Lohn oder das Gehalt kriegst du dann auf dein Konto, was du hast. Okay. Und aber du wohnst trotzdem auf der Straße, hast eine Arbeit. Wie kommt es, dass du noch auf der Straße dann lebst, wenn du nur Arbeit hast? Ja, es gibt auch, wenn du Schufa-Einträge hast, nicht. Aber ich bezahle die ja nebenbei ab. Das ist halt Schufa-Einträge. Nach den Gesprächen setzen wir uns nochmal mit Jens zusammen. Im Verlauf des Gesprächs zeigen wir ihm einzelne Ausschnitte aus den Interviews, um diese mit seinen Erfahrungen abzugleichen. Wir haben jetzt Eindrücke gesammelt von JJ, von Dennis, von Fritz und von Mini und wir möchten das jetzt so ein bisschen abgleichen mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. Okay. Dennis hat uns jetzt als letztes gesagt, dass er keine Wohnung bekommt, obwohl er arbeitet wegen der Schufa. Ja, das ist richtig. Also Schufa-Einträge behindern immer die Wohnungssuche. Weil es gibt genügend Menschen, die mittlerweile Wohnungen suchen. Also ein Vermieter muss jetzt nicht darauf warten, dass ein Mieter kommt, sondern da stehen immer mehrere gleich an. Und dann nimmst du natürlich niemanden, der einen Schufa-Eintrag hat, sondern nimmst die ohne Schufa-Einträge.
Allerdings hat er Möglichkeiten. Mit ein bisschen Geduld kann man auch über das Sozialamt Hilfe bekommen diesbezüglich, dass da über unsere kommunale Wohnungsgesellschaft, also über die KOWO, dann doch noch Hilfe entsteht. Wir haben bei Mini und auch bei Fritz, habe ich rausgehört, dass der Alkohol nicht am Anfang steht, sondern dass es eher Schicksalsschläge sind, die am Anfang sozusagen stehen und der Alkohol dann erst so als Verdrängungsding benutzt wird. Deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen, dass es eher so Schicksalsschläge, persönliche Erfahrungen sind? Grundsätzlich ja. Ich denke, es gibt natürlich das, dass du aufgrund deiner Alkoholsucht oder Drogensucht auch deine Wohnung verlieren kannst. Aber wir bemerken oft, dass nach Schicksalsschlägen, das muss kein Wohnungsverlust sein, das können andere Sachen sein, erstmal die Drogensucht eintritt oder die Alkoholsucht und dass es nicht umgekehrt abläuft. Also es ist selten, dass Menschen erst alkohol- und drogensüchtig sind und dann alles verlieren, sondern es ist eher umgekehrt, dass du einen Schicksalsschlag hast und dann anfängst, dich damit zu betäuben. Auch bei JJ und Fritz ist es vor allem so die Gemeinschaft, die sie auf die Straße zieht. Ja klar, also wenn du nirgendwo mehr Wertschätzung findest, wenn du dich überall, wo du dich aufhältst, eigentlich allein und unverstanden fühlst, auch das treibt dich zu Menschen, die dir Verständnis entgegenbringen. Und wer ein wenig Menschen auf der Straße kennt, weiß, dass die sich sehr hilfsbereit und sozial oft verhalten und vor allem auch zuhören. Und wo schlafen die? Das ist völlig unterschiedlich. Wir haben hier Menschen, die unter Brücken schlafen. Könnt ihr das euch auch mal genauer anschauen? Ihr werdet hier kaum Dreck finden. Ihr seht hier auch kein Alkohol. Wir haben Menschen, die sich in Zelten aufhalten, rings um die Stadt verteilt. Wir haben Menschen, die einfach nur in einer Hecke schlafen oder auf einer Parkbank. Wir haben aber auch viele, die wir zu den Wohnungslosen zählen, die einfach bei Freunden unterkommen oder bei Bekannten. Das ist oftmals nur eine kurze Zeit. Aber da wird sich auch gegenseitig geholfen, wo es möglich ist. Aber grundsätzlich ist das völlig unterschiedlich. Wohnungslos bleibt er aber. Auch wenn du deine Wohnung verlierst und bei deinem Kumpel auf der Couch schlafen kannst, hast du trotzdem keine Wohnung. Einige Tage vorher treffen wir JJ und Dennis erneut. Sie nehmen uns mit zur Reglerkirche. JJ möchte uns etwas zeigen. Das war bis vor kurzem noch mein Schlafplatz, genau die Ecke da. Ich war ungefähr 6 Wochen habe ich hier gepennt, oder 8 Wochen sogar, hier. Ein Zelt hinter uns gehabt, da hat der drin gepennt. Große Plane, da ist er noch nicht nass geworden. Und hier hinten war alles voller Pfandflaschen, die sie nachts immer gesammelt haben. Die waren nachts wirklich immer rund und du am Sammeln. Auch für den Körper eine große Zumutung, weil die eine Stunde geschlafen haben, 2 Stunden sammeln, wieder eine Stunde schlafen, am Tag gar nicht schlafen. Du musst früh aufstehen, Papierkörbe kontrollieren, ob du da irgendwas findest, was für dich zum Nutzen ist. Du musst irgendwie gucken, dass du es schaffst, auf ein Amt zu kommen, obwohl du eigentlich kein Geld für die Straßenbahn hast und so weiter. Es ist tatsächlich oftmals auch Stress für die Person im Hinterkopf immer zu haben, was muss ich jetzt erledigen, damit ich nicht mit Polizei, Ordnungsamt und so weiter Ärger bekomme. Wenn man einmal aus diesem sozialen Netzwerk raus ist, ist es tatsächlich schwer, auch wieder reinzukommen, obwohl die Gesetzmäßigkeiten da sind. Aber es gibt auch Obdachlosenunterkünfte, oder? Ja, klar, gibt es Obdachlosenunterkünfte, die kann man auch nutzen. Da gibt es dann immer so kontroverse Reden. Also es gibt ganz schlimme Gerüchte zum Beispiel. Du schläfst mit 6 Leuten in einem Zimmer. Genau. Und dann hast du eine versüffte Matratze, wenn du dir die anguckst und denkst dir, oh, wer hat da eingeschissen? Ist das Blut? Ist das Scheiße? Ist das Pisse? Es gibt auch Hochlobungen, die auch nicht so ganz richtig sind. Aber Fakt ist, dass wenn ich wirklich in Not bin, kann ich erstmal dahin. Es wird nicht schön sein, aber ich habe erstmal eine Unterkunft. Das Problem ist, wenn man als Schnorcher, als Obdachloser ausflippt, ist egal, was der oder diejenige gemacht hat, du bist immer das Arschloch. Du bist immer der daran schuld ist, weil du bist obdachlos, du hast kein Zuhause, du bist nichts, du kannst nichts. Ist Erfurt eine obdachlosenfreundliche Stadt? Ja, ich würde jetzt nicht sagen unfreundlich, weil der Sache steht ja immer nur die Gesetze im Weg. Ich denke, die Stadt und auch das Sozialamt hier strengen sich an, andere Ämter auch. Es ist natürlich schwierig, gerade wenn du von auswärts kommst, dann hast du nicht allzu viele Rechte in einer Stadt und dann wird es schwierig. Aber grundsätzlich muss ich sagen, haben wir in Erfurt das Glück, dass es viele Netzwerke innerhalb von Sozialarbeitern, von freien Trägern gibt, die überall versuchen zu unterstützen.
Ich habe trotzdem hat JJ auch erzählt, dass sie oft Opfer von Platzverweisen werden. Und er hat es so ausgedrückt, du bist immer das Arschloch als Mensch, der auf der Straße lebt. Wie sind da deine Erfahrungen? Das ist richtig, weil du gehörst ja quasi zu einer Untergruppe. Du bist egal. Und du wirkst für die Öffentlichkeit als störend. Wenn du jetzt irgendeinen Bürger mal fragst, der über den Anger geht, der wird auch sagen, oh, da saßen sie wieder und haben gesoffen. Und dieses störend Empfinden, das wird dann weiter ins Ordnungsamt gegeben. Und da haben wir aber auch viele gute Kollegen, die auch in Ruhe lassen. Aber es gibt natürlich auch strengere. Und dann geht das schnell mit Platzverweisen. Wenn du schläfst oder auch sonst auf der Straße, passiert das, dass du angepöbelt wirst oder dass du Gewalt erlebst? Ja, aber da kann man sich doch wehren. Also auch als Obdachloser hat man einen gewissen Namen. Mir tut keiner was. Ich habe mal aktiv geboxt, ich habe das 3-4 Mal bewiesen, wenn sie meine Kollegen angegriffen haben und so. Und da gibt wirklich, da haue ich auch zurück. Aber ich fange nie an. Ich habe hier gelegen, den Schlafsack, haben sie mir mit dem Basie dreimal hier drauf gehauen, dreifacher Jochbeinbruch. Ja. Oh. Hab Schädelbassbruch gehabt, nach dem Krankenhaus. Ja. Und die Leute sind hier vorbeigelaufen, die haben nicht mal ausgemacht. Es gibt Wohnungslose, die, glaube ich, auf der Straße schon mehrere Jahre sind und da noch nichts erlebt haben, aufgrund der Gruppenstärke oder weil sie selber auch eine gewisse Darstellung haben. Aber es gibt natürlich auch richtig massive Angriffe. Wie kommen Wohnungslose an Essen? Die helfen sich halt viel untereinander. Aber in erster Linie ist das bei uns die Caritas. Dann haben wir noch das Café des Herzens. Wir müssen natürlich auch bedenken, es ist Corona. Gell? Alles ist jetzt anders. Du musst dich bei der Caritas anmelden. Es ist nicht mehr so viel Zeit dafür da. Es gibt Unterschiede. Aber man merkt, dass die, ja, ich sage mal, die sozialen Organisationen, die strengen sich an, trotzdem weiter zu versorgen. Und kann ich persönlich als Autonomalverbraucher, so wie ich jetzt bin als Mensch, was kann ich da auch zu beitragen? Kann ich da was helfen? Was kann ich tun? Naja, du kannst direkt fragen, was gebraucht wird. Ich bin jetzt kein Freund davon, der dann irgendwelches Geld gibt oder so. Aber manchmal sieht man es den Leuten auch an. Und wenn jemand wirklich Hunger hat, dann sagt das auch und ist dankbar für das Essen. Zum Abschluss möchte uns Jens noch etwas auf den Weg geben. Ja, also, sind wir mal ehrlich, es geht ja im Grunde genommen nicht nur um Wohnungslosigkeit. Es geht ja hier um Wertschätzung. Und da kann es uns alle treffen. Wir kennen Schicksale, wo Frauen immer wieder zu gewalttätigen Männern gehen, Männer zu gewalttätigen Frauen, was weiß ich nicht alles, Leute ihren Job verlieren, mit einmal nicht mehr in dem Freundeskreis sind, in dem sie eigentlich sich reingefühlt hatten, wo sie sich wohlgefühlt haben. Menschen, die sich unverstanden vorkommen, zu Einzelgängern werden. Also jeden kann quasi so ein Schicksal treffen. Ja. Das heißt nicht, dass du wohnungslos wirst. Das heißt nicht, dass du irgendwie nicht mehr sozial da bist. Aber eine gewisse Einsamkeit, eine gewisse Abgrenzung kann uns alle treffen. Egal, ob wir ein Geschäftsführer sind, ob wir ein ganz normaler Arbeiter sind oder ob wir das glückliche Ehepaar sind. Überall kann es uns erwischen. Und mit dieser Einschätzung sollten wir ein bisschen Wertschätzung denen gegenüber entgegenbringen, die wir erleben und zu denen wir mal so spontan Loser sagen. Bei dieser Loser können wir morgen sein. Und da sollten wir unser Herz auch ein bisschen anstrengen. Wir müssen nicht unbedingt hingehen und die umarmen. Aber mit einem wertschätzenden Gedanken kann man auch an ihnen vorbeilaufen, ohne sie zu beleidigen, ohne auf sie herabzuschauen. Was wünschst du dir? Was ich mir wünsche? Also jetzt im Moment erstmal eine Kiste Bier, hier so eine Musikbox für das Handy. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, und Drehzeug noch, ne? Und aber so mal ein bisschen langfristiger, so für die Zukunft. Hast du überhaupt einen langfristigen Plan? Ein 3 Quadratmeter großes Grundstück plus mehrere Solarplatten. Jemand, der die Scheiße auch anschließen kann, eine Batterie. Holz, also Material zum Bauen, Dämmmaterial. Dass ich meine Rente noch erlebe. Da geht's mir nämlich wieder gut. Und möchtest du dann? Als ein Pimmel wenigstens mal die Standardgrüße. Gewollt, gerade so. Ich wünsche, dass ich endlich mal eine Wohnung kriege. Weil das ist mein Traum. Ich gehe arbeiten,
habe immer noch keine Wohnung, oder? Das ist traurig. Ich wünsche mir, dass ich später fest im Leben stehe und auch anderen Leuten helfen kann, denen es halt nicht so geht. Ich wünsche mir von den Leuten nicht viel. Also die, die uns ignorieren, sollen uns ignorieren. Die, die zu uns kommen, können zu uns kommen. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, wenn sie zu uns kommen und uns noch gar nicht kennen und trotzdem vollschnauzen. Ihr Assi ist, ihr Alki ist, ihr Penner und sonst was. Das wäre nett, wenn die einfach die Fresse halten. Bevor sie uns vollschnauzen, können sie erst mal kommen und uns erst mal kennenlernen, bevor sie sich ein Urteil bilden.